glaube ich. Oh, 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 oh. Und man sieht sie, wenn sie auch. Wenn man sie hat eine höhere Minimum Detecting Range und halt auch die maximale Range ist dann höher. I feel the legs. They feel so good. Okay, jetzt geht's wieder. Also. Oh. Luke ist primary, ne? Also, ja, lass nach den Assets gehen. Das ist einfacher. Ja, genau. Muss dann erstmal einfach nach den gefährlichsten Assets. Einfach konzentrieren, was da ist. Wenn ein Asset weniger ist, dann macht das schon mal einen großen Unterschied. Ja. Und ja. Nicht groß hadern. Habt ihr ja gesehen, als ich mich gefokust habe. Ja, 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 ja. Du warst halt ein bisschen out in the open. Ja, ich war ein bisschen out in the open und ich war zu weit vorne. Einfach besser machen jetzt und gut ist. Jetzt machen wir sie platt. Ganz einfach. Das ist die richtige Einstellung. Jetzt werden sie gepunished. Okay, also wenn, dann sind sie uns schon mal nicht entgegengegangen. Ja. Da habe ich was mit meiner Map eigentlich im Sack da oben. Das ist voll super klein. Ab und zu mal auch in die Mitte schielen, aber nicht zu nah rangehen. Und ansonsten immer schon weiter im Kreis. Hat's noch nichts auf dem Radar, ne? Ja. Negativ. Sagen wir es mal so, wenn wir die Map mal einmal umrundet haben, können wir ganz gut davon ausgehen, dass sie sich in den Weg gestellt haben oder sowas. Ja, es ist auch schon oft genug auf dieser Map gerade passiert, dass beide einfach in dieselbe Richtung wandern. Kreis. Kommt auch vor. Ja, kommt vor. Mich würde es eigentlich wundern, wenn sie sich in die Mitte stellen. Also außen siehst du sie ja normalerweise. So, einmal haben wir die Runde gleich. Ich kann 140 Grad nach hinten schauen. Nützlich. Das ist hilfreich. Also wenn uns jemand verfolgt, sehe ich sie sehr wahrscheinlich. Ist ein bisschen langsamer als wir eigentlich? Ja. Oder haben wir alles gleich? 86. Du bist langsamer, ne? Ja, Burner, dann lass uns ein bisschen drosseln. Ja, ja, ich bin gerade runtergegangen. Ich meine, es ist zwar ganz gut eigentlich, ehrlich gesagt, wenn der Kuga hinten ist, wegen Squishigsten ist. Wie viel habt ihr denn? 96. 96 auf Fall, ja. So. Du meinst, weil ich so wenig Armor habe im Gegensatz zu euch? Das ist eigentlich ganz gut, weil du Verhältnis, glaube ich, die meiste Feuerkraft hast sogar. Ja gut, Dual SRMs sind immer so geil. Also eigentlich, die werden ein bisschen zerrissen sein, weil wahrscheinlich wollen sie nicht fokussen, aber du hast dann in der Zeit, dann kannst dann ganz entspannt reinballern und machst ordentlich Schaden mit deinem Ding. Oh ja. Normalerweise würde ich nämlich immer erst auf den Kuga gehen, also Kuga F. Aber, ja. Ja, super. Ey, wieder das gleiche Spiel, ey, mit den Leuten. Da ist die schon echt klein jetzt, die Map. Ab und zu guckst du gerade in die Mitte? Ja, ja. Lass weiterlaufen, ich hab keinen Bock hier. Ich hab Advanced Zoom. Ich werde nicht umdrehen. Ja, weiterlaufen, ja. Also ab und zu, Kuga kann ja ab und zu mal nach hinten checken. Fiend, wie spricht man dich eigentlich aus? Fiend oder Fiend? Ja, passt schon so. Fiend, ja. Was heißt das eigentlich? Ich hab den Namen einfach nur adoptiert, weil ich vorher mich einfach Feindflug genannt habe, wie die Band. Ah, okay. Aber und dann auch mit E. Ja, richtig geschrieben. Und dann war so im Chaos March, haben die Leute immer meinen Namen falsch ausgesprochen. Ah, immer okay. Fiend. Dann habe ich es einfach geändert, ja. Auf einmal kommen sie alle an und schreiben meinen Namen richtig und sowas. Ja, Fiend ist ja auch ein englisches. Was heißt das? Ja, ist ein englisches Wort, das wusste ich. So irgendwie so eine Kreatur, ne? So ein. Ist ein Dämon, Alter. Dämon. Ja, passt doch. Fiend. Mein Name ist Ocknash habe ich mir eigentlich auch erst genannt, nachdem Starchild da angefangen hat rumzuscherzen mit.
Ich glaube, der hat das erfunden letzten Endes. Wollte mich eigentlich ärgern damit. Und das habe ich dann einfach mal übernommen. Hast du einfach mal deinen Namen umgedreht, ne? Ja. So, schön. Sind die überhaupt hier? Sind sie überhaupt im Spiel? Sind sie vielleicht noch in ihrem Mac-Hanger? Ich schau mal hier kurz wieder in der Mitte. Darf ich mal blicken? Nein, brauchst nicht. Ah, ich will aber, ich will wissen, wo die sind. Ah, das wirst du eh nicht rausfinden. Die werden wahrscheinlich auch passiv rennen. Ja gut, aber der Punkt ist, ich habe die AP, ich sehe sie selbst, wenn sie passiv sind in manchen Fällen. Aber auch nur ab einem gewissen Abstand. Ja, das ist schon klar, aber der Abstand ist bei mir größer. Das ist richtig. Ich glaub 550 oder 500 Meter. Und dann sehe ich sie auch, selbst wenn sie passiv rumlaufen. Deshalb sollen sie halt... Oh, du bist ganz hinten, ne? Sollen wir jetzt mal die Richtung wechseln? Ja, können wir machen. Wechseln wir mal die Richtung. Ja, wir sind echt ein bisschen aus dem gesplittet gerade. Wo läufst du? Achso, okay. Gut, dann drehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Wahrscheinlich machen die das Gleiche. Dann geht der Spaß nach vorne los. Who cares? Wahrscheinlich warten sie wieder, bis die Zeit abläuft und dann kommen sie an. Ja, das Ding ist, sie können sich ja auch nicht sicher sein, wo wir gerade sind und was wir gerade machen, ne? Das ist ja dann auch noch so ein Ding. Du bist ja noch wirklich super sein. Bist ja noch active, ne? Ja. Ich bin immer noch active, ich renne active hier. Nanometer. Vielleicht verstecken sie ja zwischen den Kristallen im Zentrum. Boah, das wäre schwul. Aber wirklich. Das muss ja nicht unbedingt sein. Geh mal ein bisschen näher ran und look mal zum Zentrum. Ja, lauf nicht zu weit weg. Ja. Nein, ich gehe nicht ins Zentrum rein, ich gehe hier nur an die Kante. Wahrscheinlich sind sie wirklich im Zentrum und meinen, da sie müssen da jetzt campen. Ich sehe da niemanden. Ich meine, ich habe ja hier Dingens auch Advanced Optics, ne? Und nichts zu sehen. Gar nichts. Ja, weiter kreiseln. Das ändert ja, glaube ich, nichts daran, ob sie jetzt auftauchen oder nicht. Also systemweise meine ich. Also du wirst trotzdem irgendwelche Mac-Lags sehen, wenn du auch keine Advanced Optics hast. Nee. Wenn du keine Advanced Optics hast, vorhin zum Beispiel, wo ihr die ganze Zeit den Gegner gesehen hattet, konnte ich nichts sehen. Gar nichts. Ihr konntet sogar alles sehen und einen Typen bestimmen und ich konnte nicht mal die Beine sehen. Das ist natürlich CryEngine at its finest. Nee, aber das ist auch bei keiner Dingens, kein Advanced Zoom. Denn das macht sich da auch bemerkbar. War auch viel bei alten Spielen. Alter Schwede. Das ist ja Wir haben schon echt jetzt keine großen Maps, ne? Hä? Boah. Warte mal, ist das? Nee, ich glaube, das ist eine Station. Keine Ahnung, wie die das. Am Arsch der Welt. Man, allzu viele Campingpositionen gibt es hier nicht, wo du dich wirklich verstecken kannst oder so. Kannst halt versuchen, so auf der Innenseite der Wand kannst du dich quasi in Shutdown stellen, so. Das wäre theoretisch möglich, aber das würde dir nichts bringen. Weil wenn sie in den Brawl gehen wollen, dann würden sie nicht in der Mitte da warten. Und nur dann macht es Sinn, auch so eine Überraschungstaktik zu machen. Auf Brücken oder so, das stehen sie auch nicht, ne? Mein Theorie... Die können ja alle BAs nehmen und sich hier irgendwo verschanzen, theoretisch. Aber. Wenn sie meinen, sowas nachziehen zu müssen. BA und dann Daishi oder so? Genau. Auch möglich. Am besten noch. Ja. Wäre cool. Ja, das wäre nicht von Vorteil für sie. Nein. Ja, hinter uns, oder? Sekunde. Ja, hinter uns. Okay, Vulture. Vulture ist gutes Primary Target. Sie sind hinter uns. Ich weiß nicht. Haben Sie es gesehen? Das glaube ich nicht.
Ah, nein! Geh nicht zu weit vor. Nein. Ist los! Crash nicht! Hold? Ja, komm. Ich will nicht da, weil mein Ding mir nach vorne läuft, da einfach zerstört werden. Oh, scheiße. Echt jetzt? Da läufst du 50 Minuten durch die Gegend. Was passiert und dann? Läuft er nach vorne? Ja, jetzt steht ja, er. Ja, der ist jetzt an der Wand und hängt da dran. What's going on? Oh, Crash. Jenke? No, fine. Wie? Fine. Mit Bank? Okay. Ah. Wer war? Da sind sie, na, und dann kommt der Crash schon an. Ach, verflucht, ey. I'm not gonna lie, this is probably one of the most amusing battles I have ever seen. The other team were at the same moment turning to counterclockwise, or no, to clockwise when we did, probably. the frustration is real up there. Okay, also einer war bei der Radar, bei diesem Radar-Ding da. Vor uns. Vulture. Okay. Vor uns, genau. Aber jetzt sind sie jetzt wahrscheinlich Mitte gelaufen oder sowas. Oder vielleicht sind sie einfach weiter da lang. Keine Ahnung. Egal. Pass mal auf. Ja, das ist einfach. Weiter in die Richtung. Weiter einfach weiterlaufen. Sonst egal, ob sie nach innen gelaufen sind. Darauf lassen wir uns nicht ein. Also das Einzige, was ich mir denken kann, wäre... Ja, es ist einfach hier viel besser für uns, die... Entweder Vulture Gauss oder Vulture SRMs. Streak SRMs oder SRMs. Oh nein, Game Crash. Ah! Oh. Na, warten wir mal. Okay, das war nicht mal sehen, Idee. ob sie mal einmal im Kreis wieder laufen. Ihr schreit aber ganz laut, wenn ihr was seht. Wenn du jemanden auf dem Radar kriegst, Börne, dann schalt auch mal runter. Weil dann müssten wir sie an uns vorbeilaufen sehen. Oh, Radar Blip. Dann geh runter, schalt runter. Shut down. Wo war das? Ziemlich, ja, centermäßig, so, hinter uns. Warte mal, ich geh nochmal kurz hoch, das waren... Guck dann aber bitte nach, Nordosten, wenn du den Shutdown initiatest. Weil ich will, dass du da nach rechts guckst, weil ich guck nach vorne, er guckt nach vorne, also Django, und, wir können das rechts nicht einsehen. Deshalb, weil das gut ist. Oh, Visual! Okay, warte, nicht rechts, hoch. Rechts. Vulture nicht und Ryo. Ja. Seid ihr oben oder was? Wenn ihr oben seid, dann ist ihr zu spät. Die gehen jetzt Richtung unserer Basis. Okay. Ja, okay, hochfahren und dann angreifen. Beschissen, das ist zu riskant. Jetzt sind sie. Base. Okay, die haben uns auf dem Radar. Feuer. Ich habe Gras jetzt mal was verpasst. Okay. Vulture. Okay. Vulture. Vorsicht. Ja, dann Vulture. Vulture, okay. Ich hab ihn gestoppt. Oh, ich hab ihn von anderen. Vorsicht. Feuer, frei. Next. Okay. Ryo? Kuga. Kuga, okay. Drehen wir uns um. Okay, ich bin down. Okay. Kuga fast down.
Okay, ich gehe auf den Ryo, weil der hier gerade so ein bisschen hängt. Ryo ist down. Kuga ist auch was down. Kuga down. Sehr schön. Puh. Django, bist du gecrashed? Nee, ich war. Bin. Okay. Haben mich fokussiert. Puh. Gut. Ja, Burner sieht noch ganz gut aus. Ja, ich mein Name ist aus. Ein bisschen, aber das ist ja. So, John, quick, Burner. Ja? I need you to pick a map for the last fight. And we will change. We will change the map. Try to keep it rather small for time constraints. Wait, let's. Which is a small map again? So I prefer a 1 SA conversion. Let's say. Which one is also with medium temperature?